Jetzt gibt es Wellness für Sie, liebe Zuschauer. Jetzt tun wir Ihnen zu Hause was richtig Gutes. Ganz herzlich willkommen, Silke Wagner, unsere Yoga-Trainerin aus Büttelborn. Denn wir haben ja eben auch von unserem Arzt gehört, wir sitzen zu viel, wir bewegen uns einfach zu wenig. Und Yoga verbessert unheimlich viel, allen voran die Haltung, und es gibt Kraft. Und das brauchen wir ja auch, um gut durch den Alltag zu kommen. Genau. Frau Wagner, und Sie haben uns wieder schöne Übungen mitgebracht, die man jederzeit integrieren kann, im Büro, barfuß oder eben auch mit Schuhen. Was können wir denn da, wie fangen wir an? Auf vielfachen Wunsch und weil es einfach gut tut, starten wir heute mit dem Tennisball. Mhm. Den Tennisball unter den Fußballen nehmen und dann einfach mal so drauf treten und den ganzen Fuß mit diesem Tennisball bearbeiten. Wieso auf vielfachen Wunsch? Nachdem wir das gesendet haben, oder wie? Sagen immer ganz viele Leute, oh, können wir mal wieder das mit dem Ball machen, okay. Weil es einfach gut tut. Das stimmt. Ja, man findet manchmal so ein bisschen Stellen, wo man denkt, das ist ein bisschen unangenehm. Das ist was sich da einfach verfilzt hat und verklebt hat. Da muss man dann mal so ein bisschen draufbleiben. Eben, bei mir zum Beispiel. Ja. Und auch wenn man viel hohe Schuhe anhat oder wenn man den ganzen Tag steht, sind die Füße einfach überansprucht. Ne? Ja. Und deswegen ist es einfach so eine kleine Wellnessbehandlung für die Füße, um diese ganze Muskulatur und das Gewebe wieder durchzulockern. Mhm. Dann kann man mal den Fuß auch so rollen, hin und her rollen. Genau. Und das kann man mit einem ganz einfachen Tennisball machen. Es gibt auch ganz viele andere Bälle. Und dann kann man sich so seinen Härtegrad zusammenstellen, wie man das gerne hätte. Aber das tut richtig gut. Sie haben ja so recht. Mhm. Hm? Und einmal den Vorderfuß aufstellen und dann mit dem Ball so an der Ferse, da wo die Ferse ansetzt, mal innen treten, mal in der Mitte treten, mal außen treten. Ach, das ist eine schöne Bewegung, mal was ganz anderes. Massiert den Ball so richtig, genau. Ne? Das ist fast wie eine Fußmassage. Ja, genau. Ja. Manchmal kommt man so ein bisschen schlecht dran, dann kann man das einfach mit dem Tennisball machen. Den anderen Fuß. Mhm. Ganz prima wäre das, wenn man das so zu Hause macht. Viele meiner Kursteilnehmer haben den Tennisball neben der Kaffeemaschine liegen und machen das morgens, wenn sie Kaffee kochen, eben mal schnell die Füße, oder er liegt neben dem Sofa. Dass oder man beim Zähneputzen geht das auch gut. Oder beim Zähneputzen, ne, sodass man mal dran denkt, genau. Und dann wieder rollen den ganzen Fuß. Und wenn man das öfter macht, und dann verschwinden auch diese Stellen, die so ein bisschen unangenehm sind. Das heißt, es wird alles so ein bisschen lockerer gemacht. Genau, und diese Verfilzungen, die lösen sich wieder auf. Jawohl. Merkt man das dann auch am ganzen Körper, wenn es dem Fuß gut geht, dass es dem Rest auf einmal auch besser geht? Man sagt ja immer, das hängt alles zusammen. Ja, das hängt damit zusammen. Wir haben ja auch diese Fußzonenreflexmassage. Wir gehen mal wieder auf die Ferse. Mhm. Und im Fuß, sagt man, ist der ganze Körper abgebildet. Also man kann eben durch diese Fußzonenreflexmassage auch die ganzen Organe erreichen, die ganzen Muskeln erreichen und die ganzen Knochen erreichen. Und wenn wir natürlich mit dem Ball die Füße bearbeiten, kommen wir auch so ein bisschen in diese Gebiete. Mhm. Natürlich nicht ganz so gut, wie es jemand macht, der so eine Fußzonenreflexmassage macht. Aber selbst können wir da schon einiges tun. Sehr schön. Können wir jetzt ja die zweite Übung demonstrieren. Genau. Wir gehen nochmal in die Vorbeuge, einfach um die Körperrückseite wieder so ein bisschen länger zu machen. Wir stellen die Füße hüftgelenksweit auf. Mhm. Ja. Nehmen die Arme mal über den Kopf, atmen ein, strecken uns ganz lang. Und mit der Ausatmung mit geradem Rücken nach vorne. Die Hände können ruhig an den Beinen nach unten wandern. Mhm. Soweit es nach unten geht, und den Kopf mal hängen lassen. Ja. Wenn die Arme so ein bisschen kurz sind, kann man hier zwei Blöcke hinstellen, wo man die Hände draufstellen kann. Ach, das ist aber nett. Dann fühlt man sich nicht so benachteiligt, wenn man nicht runterkommt. Es ist halt nicht jeder so beweglich wie Sie, Frau Wagner. Sie sind Weil so wichtig top beweglich. Ist es, wichtig ist, dass die Beine gestreckt sind. Ja. Und jetzt auch mal das Gesäß so richtig nach hinten oben schieben, damit das so richtig auf der ganzen Beinrückseite so zieht. Ziehen ist gut. Ja. Solange das Ziehen so ist, dass man noch atmen kann, ist das prima. Wenn das so wird, dass man die Zähne zusammenbeißen muss, ist zu viel. Und jetzt ruhig mal abwechselnd ein Knie beugen und sich da also richtig in die andere Seite reinrekeln. Mhm. Dann wird das Ziehen noch ein bisschen mehr. Und so wird die ganze Körperseite lang. Mhm. Und die Knie dann wieder einbeugen und den Rücken wieder ganz gerade machen, den Bauch schön fest und wieder nach oben kommen. Einer lang strecken. Und mit der Ausatmung die Arme wieder nach unten machen. Gut. Als nächste Übung brauchen wir einen Stuhl, den einfach so ein bisschen nach vorne stellen. Und dann stellen wir uns zueinander gedreht, die Füße so ein bisschen in eine Kretsche. Mhm. Und den linken Fuß jetzt mal nach vorne zum Stuhl drehen. Jawohl. Und jetzt sinken wir mal mit der vorderen Hand Richtung Stuhl. Jawohl.
Und den anderen Arm nehmen wir weit nach oben zur Decke. Und je weiter wir Richtung Stuhl sinken, desto intensiver wird hier die Dehnung auf der Rückseite vom vorderen Bein wieder. Ne? Weil zieht es hier. Da zieht es auch, weil hier die ganze Flanke lang gemacht wird. Genau. Und wenn es ein bisschen weiter geht, kann man auch so ein bisschen mehr an dem vorderen Bein nach unten sinken, aber den Oberkörper auch ein bisschen wieder aufdrehen. Ah, okay, wie okay. Als wäre hinter mir eine große Wand, wo ich mich dranlehnen also kann. Also bloß nicht in Schonhaltung gehen. Nein, genau. Gut, dass wir Sie als Kontrolleurin haben. Das Knie vorne jetzt einbeugen. Jawohl. Und wieder nach oben kommen. Machen wir die andere Seite dazu noch? Wir haben keine Zeit mehr für die andere. Aber die machen wir gleich, ja? Dann machen wir noch ganz andere Übungen. Auch für den Rücken ist auch noch was dabei, ne? Das machen wir gleich zusammen. Dankeschön, Frau Wagner. Für